erstes, schön, dass ihr alle da seid. Freue ich mich sehr darüber. Schön auch für alle. Freue mich über alle, die irgendwann, irgendwo diese Botschaft hören. Und ich bete dafür, dass es für jeden, der es hört, wirklich ein Segen ist. Wir fangen an mit einer Aufwärmübung. Ihr schaut mal nach rechts oder nach links, wo der Nächste sitzt, den ihr erreichen könnt, und sagt: Gott liebt dich. Okay, war das eine schwere Übung? Habt ihr geglaubt, was ihr gesagt habt? Preist den Herrn. So, zweiter Schritt. Jetzt schaust du Jesus an und sagst: Jesus, du liebst mich. Und glaubst du das genauso wie den ersten Satz? Ist da ein bisschen Staunen, ein bisschen Verwunderung, ein bisschen Ungläubigkeit oder Begeisterung? Wenn Begeisterung da ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr in dem Thema durchaus schon geübt seid, und das ist gut so. Ich war nicht alleine, nicht die Einzige, aber an Himmelfahrt in Frankfurt auf dieser Grace and Faith Konferenz vom Andrew Womack. Und das war eine wunderbare und gute Zeit. Und in einer Einheit hat ein Ehepaar gelehrt, die auch in der Bibelschule in diesem Dienst Mitarbeiter sind. Und sie hatten so ein Rad hinter sich aufgezeichnet und haben gesagt, es gibt Grundwahrheiten, die absolut notwendig sind, damit wir in Gott stehen können, im Glauben stehen können, im Glauben erfolgreich und wachsen können, sind absolute Basics. Und so wie ein Rad nur dann laufen kann und funktioniert und eine Funktion ausüben kann, wenn alles an dem Rad vorhanden ist, vor allem alle Speichen, so kann unser Glaubensleben auch nur rollen und funktionieren, wenn diese Grundwahrheiten tatsächlich in uns verankert sind. Und wenn eine einzige Speiche bei diesem Rad bricht, dann ist das ganze Rad im Eimer und hat nicht nur Schlagseite, sondern fehlt einfach Stabilität und Funktion. Radfahren, ihr wisst schon, so ein Fahrradrad hat viel, viel mehr Speichen als dieses Holzrad. Viel mehr. Und meinem Mann ist es passiert, dass ihm beim Fahren eine Speiche gebrochen ist. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell dieses Rad einen Achter hatte und nicht mehr fahrtüchtig war. Also, es gibt Grundwahrheiten, die einfach wichtig sind, damit wir stabil stehen in unserem Glauben. Und ich nenne sie euch und bringe die heute nicht alle an. Ich beschränke mich nachher auf das Erste. Diese sechs Grundwahrheiten sind einmal Gottes Liebe für mich. Dann Geist, Seele, Leib. Drittens, wie Gott dich sieht. Viertens, deine Identität in Christus. Fünftens, das Wesen Gottes erkennen. Und sechstens, die Autorität des Gläubigen. Und ich werde im Lauf der nächsten Monate, immer so wie ich Zeit habe, einen Themenbereich auszuarbeiten, eins nach dem anderen besprechen und immer wieder darauf zurückkommen, dass das zusammengehört. Aber heute als allererstes Gottes Liebe für mich. Das ist das Absolute, das ist die Basis, auf der wir stehen. Wenn wir glauben wollen, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben wollen, dann ist das das Allererste, was wir empfangen und begreifen sollten, nämlich, dass Gott mich wirklich liebt. Ganz automatisch glauben tun wir das nicht unbedingt. Ganz automatisch in dieser Überzeugung leben tun wir nicht. Wir müssen uns das tatsächlich aneignen, denn die wenigsten von uns sind so begeistert von sich selbst, dass sie davon ausgehen, dass Gott genauso begeistert ist von ihnen. Jetzt irgendwann im Sommer, als ich mal draußen war, spazieren gegangen bin, und wir hatten ja ein wunderschönes Jahr in dem Sinne, dass es nicht so trocken und verbrannt und dürr alles war, sondern dass wir lange Zeit und viel grüne Wiesen, grüne Bäume hatten, dass es einfach schön war, draußen zu sein. Und ich habe mir das so angeschaut und habe es genossen. Und mit einem Mal ist mir aufgefallen, dass all das, was ich da sehe, von Gott gemacht worden ist, damit ich es gut habe, damit ich mich daran freuen kann, damit ich überhaupt existieren kann auf dieser Welt. Und wenn
wir ganz am Anfang der Bibel gehen, es gibt da zwei Schöpfungsberichte. Und der eine Schöpfungsbericht, der beschreibt so die Entwicklung, die die Erde genommen hat in der Entstehung. Und der andere Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, der steigt ziemlich gleich mit der Erschaffung des Menschen an. Er steigt damit ein. Und ich kann mich erinnern aus meiner Jugendzeit, das war dann so ein Punkt, dass alle ganz genau wussten, die Bibel kann nicht stimmen, wenn die sich so widerspricht und wenn das so jeder Evolutionstheorie entgegen ist, was Gott da sagt oder was die Bibel sagt, dann kann das nur ein Zeichen dafür sein, dass das sowieso Märchen sind. Aber so wie mir in dem Moment das so ins Herz gegangen ist, dass Gott diese Schönheit und die Natur und das, was das Feld bringt und was die Wiesen und die Bäume tragen, für mich gemacht hat, damit ich leben kann, so war mir sofort klar, dass dieser zweite Schöpfungsbericht zeigt, dass Gott die ganze Welt, das ganze Universum aus einem einzigen Grund gemacht hat, damit es ein Lebensraum für uns ist, für den Menschen. Der Mensch ist nicht so, wie es aktuell gerne mal besprochen wird, derjenige, der die Schöpfung und die Natur zerstört und am besten wäre die Welt ohne den Menschen, sondern die Welt ist für uns gemacht, damit wir Lebensgrundlage haben, damit wir uns daran freuen können. Wir waren das Ziel Gottes. Gott wollte, er hat bestimmt Spaß daran gehabt, die Welt zu erschaffen, aber er wollte, dass wir eine lebenswerte, lebenswürdige, lebensfähige Umgebung haben. Deswegen hat er das alles gemacht. So wie werdende Eltern schon anfangen, ein Zimmer für das Baby, das noch gar nicht da ist, einzurichten und sich daran freuen, Kleider zu besorgen, Babybett aufzustellen, Mobile aufzuhängen. Das Kind ist noch gar nicht da, aber das Zimmer ist schon fertig. So hat Gott es mit uns gemacht und mit dieser Erde. Wir sind im Fokus Gottes. Es gibt nichts, was Gott wichtiger wäre als wir. Und dann, das wissen wir, das hat nicht sehr lange Bestand gehabt, dass diese Schöpfung so wunderbar war, wie Gott sie gemacht hat und der Mensch sie genießen konnte, sondern es kam sehr schnell der Sündenfall. Und schon vor dem Sündenfall hat Gott sich überlegt, wie er das wieder in Ordnung bringen kann. Und ihr kennt Johannes 3, Vers 16, wo die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Diese verlorene Schöpfung ist von Gott so geliebt worden, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und wir kennen diese Stelle sehr gut und sie ist Grundlage für viele evangelistische Predigten und Grundlage, auf der wir anderen auch weiter sagen können von Jesus. Und das glauben wir. Wir haben uns ja alle irgendwann bekehrt, wir haben unser Leben Jesus gegeben, wir haben akzeptiert, dass er uns liebt, auch wenn wir es gar nicht verstehen. Und jetzt sind wir Kinder Gottes. Und das ist gut so und wunderbar. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich weiß aber, dass sehr, sehr viele Menschen mit einem verqueren Gottesbild auch in diese Beziehung mit Gott gegangen sind. Dass sie aus ihrem Erfahrungsschatz, was sie mit Menschen erlebt haben, was sie gehört haben über Gott, wie sie sich Gott vorstellen, nicht automatisch Gott als liebenden Vater sich vorstellen können. Und zu dem Punkt möchte ich das sagen, was ich häufig schon gesagt habe, Gott ist nicht schizophren, sondern Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Und wenn er sagt, ich liebe dich, dann meint er, ich liebe dich. Und im Jeremia oder Jesaja, ich weiß es nicht, da steht, ich habe dich je und je geliebt. Also von Ewigkeit her habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Und dann ist Gott so, dass er sich nicht ändert und dass er der gleiche bleibt. Und wenn er uns zu sich gezogen hat aus Liebe, dann deswegen, damit wir in eine Liebesbeziehung mit ihm leben können und weiterleben. Und das ist nicht so, wie man das hört von Menschenhändlern und Menschenfängern, die Frauen in eine Liebesbeziehung ziehen, um sie nachher in ein Bordell zu verkaufen. Das passiert tagtäglich weltweit und bei uns. So ist Gott nicht. Er fängt uns nicht mit Liebe ein, um uns nachher auszunutzen. Als ich jung war,
wurde viel gelesen, diese Bücher von einem Missionar, der Evangelisten, der in Papua-Neuguinea tätig war. Und eines dieser Bücher heißt Friedenskind. Und darin beschreibt er, wie er in eine Kultur kam mit lauter Volksstämmen, die Kannibalen waren, die voneinander Angst hatten. Jeder Stamm hat so für sich gelebt und hat immer versucht, dem anderen nicht zu nahe zu kommen, weil das sehr gefährlich war, weil das lebensgefährlich war. Und das Ideal in diesen Stämmen war, mit jemandem anderen, mit einem Menschen des anderen Stammes Freundschaft anzufangen und ihn mit Freundschaft zu mästen, bis er es glaubt und ihn nachher aufzuessen. Und als die Missionare angefangen haben, von Jesus zu erzählen und dass Jesus für uns gestorben ist und dass Judas ihn verraten hat, da haben die alle Beifall geklatscht. Judas war ihre Idealfigur. Der hat es geschafft, den Sohn Gottes so zu umgarnen, dass der auf ihn reingefallen ist und das geglaubt hat. Und sie mussten einen anderen Weg finden, um sie davon zu überzeugen, dass das nicht so toll war und dass Jesus wirklich besser ist und gut ist. Aber ich will damit nur sagen, Gott mästet uns nicht mit Freundschaft und mit Liebe, um uns nachher zu verraten und zu verkaufen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich nenne euch nicht, ihr seid nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Wir sind aus Fremden und aus Verlorenen und Gottes Fernen sind wir Kinder Gottes geworden. Und die Bibel sagt, dass wir Freunde Gottes geworden sind, dass wir Jesu Freunde geworden sind. Gott hat uns nicht zu seinen Kindern gemacht, damit wir Lastesel werden. Er hat uns nicht dazu gemacht, dass wir die Arbeit für ihn tun und er sich bedienen lässt, sondern Gott hat uns zu Freunden gemacht. Und mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe das dann so nachgelesen. Wir kennen die verschiedenen Begriffe für Liebe in den verschiedenen Bereichen der Bibel. Wir kennen Agape, die Liebe Gottes, und haben oft gehört, das ist eine Liebe, die sich entschieden hat zu lieben, die nicht unbedingt darauf wartet, bis die Gefühle da sind. Aber wenn Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ich nenne euch Freunde, dann ist es Philos, dann ist es die Freundesliebe. Und Freundesliebe bedeutet geballt mit Emotion, mit positiver Emotion, mit liebender Emotion. Eine Liebe, die sich ausdrückt, die Gemeinschaft sucht. Keine nüchterne Liebe. Und ich habe festgestellt, ich bin manchmal so, laufe ich Gefahr, von Gott so eine buchhalterische Liebe zu erwarten und mir vorzustellen. Ich weiß, du hast mich lieb, du hast es gesagt, das ist die Liebe, die die Entscheidung zu mir getroffen hat. Danke. Aber darüber nachzudenken, dass Gott mich mit Emotionen liebt, dass er sich über mich freut, dass er meine Gemeinschaft schätzt, dass er sein Herz mitteilen will, so wie er es über Abraham gesagt hat, sollte ich vor Abraham, meinem Freund, verbergen, was ich tun will? So will Gott seine Gedanken und seine Emotionen, seine Pläne uns mitteilen. Und nicht nur das, was wir tun sollen, irgendwann, sondern das, was er uns sagen möchte, die Gemeinschaft, die wir haben möchten, die er mit uns haben möchte. Römer 8,15 sagt, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen, Abba, lieber Vater, Papa. Wir sind nicht zu Knechten gemacht worden, wir sind nicht zu Leibeigenen gemacht worden, nicht zu Sklaven, nicht zu Arbeitstieren. Und als ich so drüber nachgedacht habe, wie Gott uns liebt, ich muss ehrlich sagen, ich habe dran gedacht, wie die Beziehung zwischen meinem Mann und mir begonnen hat. Und ich bin voller Begeisterung und Dankbarkeit, dass ich so viele Parallelen da tatsächlich feststellen kann. Als mein Mann und ich, wir kannten uns schon lange, aber als unsere Beziehung anfing, da wusste ich, er hat mich ausgesucht aus den Mädchen, die es zu der Zeit gab und die alle interessant waren und alle ihre Vorteile hatten. Und es war ein sehr angenehmes Gefühl zu wissen, ich bin erwählt. Unsere Beziehung hat angefangen, da kannte mich mein Mann durchaus. Und ich weiß nicht, ob ihr sagt, du bist immer noch so, aber ich war definitiv sehr auf meine Unabhängigkeit bedacht, auf meine Selbstständigkeit. Und ich war leider immer schneller zu reden als zu denken. So dass ich
gerne in Fettnäpfchen getreten bin und gerne Menschen damit auch verletzt habe, auch wenn ich es gar nicht gemeint habe. Und ich wusste, mein Mann hat das bei mir miterlebt. Und er hat mich trotzdem geliebt. Das hat mir eine solche Sicherheit gegeben, eine solche Entspanntheit in der Beziehung zu ihm. Ich musste ihm nicht zeigen, wie toll ich bin, so wie ich es Gott nicht zeigen muss. Gott weiß, was ich alles verkehrt gemacht habe. Und er hat mich trotzdem erwählt und er liebt mich trotzdem. Das gibt so viel Sicherheit, das ist so ein Angenommensein. Ich habe dann weiter darüber nachgedacht, als wir waren sehr lange miteinander befreundet, bevor wir geheiratet haben. Und in dieser langen, langen Zeit haben wir niemals am gleichen Ort gelebt. Wir haben uns wochenends unter Umständen zu Hause getroffen, aber wir waren mal näher, mal weiter voneinander entfernt. Und damals, kurz nachdem die Gummistiefel tatsächlich schon Gummistiefel waren, gab es aber Telefon und die Post und es gab nichts anderes. Und wir haben einmal in der Woche miteinander telefoniert, 5 Minuten, 5 D-Mark, und draußen standen schon die Leute und haben geklopft. Das war also nicht die Möglichkeit, wie wir tatsächlich Beziehungen pflegen und bauen konnten, aber wir haben viele, viele Briefe geschrieben. Und auf die Briefe meines Mannes habe ich gewartet, und wenn sie kamen, habe ich sie einmal gelesen und zweimal gelesen und dreimal gelesen. Und bis der nächste Brief kam, habe ich darüber nachgedacht, was er geschrieben hat. Ich kann mich nicht erinnern, darüber nachgedacht zu haben, warum ich ihn liebe oder wie ich ihn liebe oder ob ich ihn genug liebe oder wie ich ihn mehr lieben müsste oder was ich tun müsste, um ihn zu lieben. Ich habe über seine Liebe nachgedacht. Und das hat mich tatsächlich getragen und mir Sicherheit gegeben. Und mir ist aufgefallen, wenn wir die ganzen Bibelstellen lesen in der Bibel, die über Liebe sprechen. Also bei mir ist es so, ich empfinde da sofort einen Handlungsauftrag. So muss ich lieben, so muss ich sein. Schwierig genug. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auf dieses Thema, wenn ich so einzelne Bibelstellen gelesen habe und darüber nachgedacht habe, über die Liebe Gottes nachgedacht, die er zu mir hat. Und das ist was ganz was anderes, als wenn ich mir denke, so musst du sein, so musst du handeln, so musst du denken, so musst du fühlen. Und ganz vieles, was die Bibel über Liebe sagt, sagt sie tatsächlich, um uns zu zeigen, wie Gott uns liebt. Und gerade wenn wir seine Kinder sind, in Römer 5, Vers 8, da steht, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und dann geht es weiter, wie viel mehr, da wir gerechtfertigt worden sind, werden wir gerettet durch sein Leben. Gott hat uns aus Liebe zu sich gezogen, aber jetzt gibt es ein viel, viel mehr. Jetzt gibt es eine Steigerung in unserer Beziehung miteinander. Gott hat uns zu sich gezogen. In 1. Johannes 4, Vers 9 heißt es da, dass Gott seine Liebe zu uns geoffenbart hat, indem er seinen Sohn sandte, damit wir durch ihn leben. Das Ziel Gottes, dass er uns in seine Kindschaft gerufen hat, war, damit wir leben, Leben in Fülle haben, überreiches Leben haben. Lasst uns mal kurz zu 1. Johannes 4, Vers 16 gehen, damit ich die Stelle nicht nur zitiere, sondern ihr auch reinschauen könnt. In 1. Johannes 4, Vers 10 steht, hierin ist die Liebe Gottes nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Also die Liebe, von der die Bibel spricht und die Liebe, um die es geht, ist primär und vorrangig die Liebe, die Gott zu uns hat. Und wenn man dann den Römerbrief studiert, dann erfährt man, dass Gott diese Liebe in unser Herz ausgegossen hat. Das war 1. Johannes 4, Vers 10. Liebe besteht darin, dass Gott uns geliebt hat, nicht, dass wir ihn lieben. Und in Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe Gottes, die er zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und das ist so eine Stelle, die mich, weil auch im 1. Johannes 4 es auch darum geht, dass die Bruderliebe ein Thema ist, das ist so eine Stelle, die für mich sofort wieder Auftrag war. Wenn ich darin bleibe, dass ich Gott liebe, dann bleibe ich in Gott. Und ich habe festgestellt, wenn ich darin bleibe, über die Liebe Gottes nachzudenken,
dann bleibe ich in Gott. Wenn ich möchte, dass diese Liebe mich trägt, dass diese Liebe mich einhüllt, dann muss ich darüber nachdenken, wie sehr Gott mich liebt, was er getan hat für mich, wie er seine Liebe gezeigt hat, dass diese Liebe kein Ende hat, dass diese Liebe mit mir arbeitet, dann bleibe ich in Gott. Wenn ich anfange, etwas für Gott zu tun, wenn ich denke, ich muss Leistung bringen, auch Liebesleistung bringen, dann gerate ich eigentlich aus dieser Beziehung hinaus, aus dieser Liebesbeziehung. Als wir jetzt im Urlaub waren, da saßen wir mal irgendwo beim Café in einer dieser Städte, die alle Touristen sich anschauen. Und es waren viele, viele Menschen da. Gut aussehende Menschen, weniger gut aussehende. Viele, denen man angesehen hat, dass sie mit Geld unterwegs sind. Etliche, denen man angesehen hat, dass sie nicht über viel Geld verfügen. Schlanke Menschen, dicke Menschen, gepflegte Menschen, ungepflegte Menschen. Und das waren so viele, dass ich dachte, ach, ich kann eigentlich, will keine Menschen mehr sehen. Und dann dachte ich mir, Jesus, wie kannst du die alle lieben? Und dann ist mir eingefallen, bei Freunden, die hatten das erste Kind bekommen und waren begeistert von ihrem ersten Kind. Und sie haben das zweite Kind erwartet. Und dann habe ich gehört, wie sie sich sagten, unser erstes Kind, wir lieben es so sehr. Wo ist da Platz für das zweite Kind? Kann ich genug Liebe für das zweite Kind haben? Große Überraschung. Als das zweite Kind da war, war genug Liebe für das zweite Kind da. Und Gott ist so, so, so viel größer als wir. Und auch wenn wir die Menschenmassen irgendwo sehen und uns denken, wie kann Gott die alle lieben? Er kann. Er kann. Amen. Lasst uns zusammen mal in Lukas 15 gehen. Sind alles keine jetzt unbekannten Stellen. Ich habe auch nicht behauptet, dass ich etwas finde, wovon ihr noch nie was gehört habt. Aber zwei Beispiele. Lukas 15, er sprach zu ihnen in Vers 3 dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden. Und wir wissen, dass diese Gleichnisse durchaus auf Menschen auch abzielt, die von Gott sich ganz entfernt haben und von Gott gefunden werden und erlöst und errettet werden und Kinder Gottes werden. Aber der Hirt, wir sind Jesu Schafe, er ist unser Hirte. Und wenn wir, ich lasse das erstmal so stehen, und dann gibt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ich jetzt nicht lese, weil das viel zu lang wird. Aber ihr wisst, der verlorene Sohn, der hat gesagt, Vater, ich will eigenständig sein, du lebst mir viel zu lange, ich brauche dein Geld, zahl mich aus, ich gehe. Und als nach einiger Zeit das dann nicht so funktioniert hat mit der Selbstständigkeit und er zurückkam und verlumpt und verarmt war und runtergekommen war und eigentlich sich gar nicht getraut hat, so richtig sich zu seinem Vater zu kommen, da sieht ihn der Vater von Ferne und rennt zu ihm und fällt ihm um den Hals. Und ich habe gemerkt, es sind so zwei Dinge, die auch uns als Christen durchaus passieren können oder die vorkommen. Da ist das Schaf, das sich von der Herde entfernt. Und warum entfernt sich es von der Herde? Ein Schaf geht nicht weg, weil es sagt, ich möchte jetzt mal auf den Berg steigen oder da hinten ist das Meer, das habe ich noch nie gesehen. Sondern Schaf läuft vor sich hin und frisst und frisst und frisst. Und hier der Grashalm ist noch schöner und der Grashalm ist noch schöner. Und dann entfernt es sich von der Herde und der Hund stört, auf den achte ich jetzt nicht. Und der Hirte, auf den achte ich auch nicht, weil das, was ich jetzt gerade fresse, das ist viel schöner und viel schöner und viel schöner. Und dann ist das Schaf weg oder die Herde ist weg. Und warum ist dieses Schaf verloren gegangen? Weil es einfach damit beschäftigt war, mit den Dingen des Alltages, mit den Dingen, die so angenehm vielleicht waren oder die so fordernd waren oder die mir jetzt meine ganze Aufmerksamkeit gebraucht haben. Und ich war dann vielleicht nicht so viel im Gottesdienst und wenn die Predigt ein bisschen unangenehm war, dann habe ich mir gedacht, naja, muss ich ja nicht so genau hinhören.
Und dann ist das Schaf weg. Und der Hirte, was macht der? Der lässt die 99 nicht in der Wüste alleine und denkt, wenn die auch verloren gehen, das macht nichts, das war nun mal mein Lieblingsschaf, sondern der wird schon Acht geben, dass diese Herde gut bewacht ist. Der lässt die Hunde da und Hirtenhunde, Schäferhunde, mit denen ist nicht zu spaßen. Und er geht und sucht dieses Schaf, das einfach aus Dummheit, weil es einfach nur mit seinem Bauch beschäftigt war, verloren gegangen ist. Und dann findet er das Schaf und was macht er? Er schimpft nicht, er schlägt nicht mit dem Stock, er sagt nicht, jetzt aber erstmal in die Ecke, bis du dich fertig geschämt hast. Er nimmt dieses Schaf mit Freuden auf seine Schultern. Und der Vater beim verlorenen Sohn, mein der verlorene Sohn, der ist noch heftiger, der hat gesagt, ich brauche dich nicht, lass mich in Ruhe. Ich will dein Geld, aber ich brauche dich nicht. Der Vater hätte tödlich verletzt sein können, beleidigt sein können. Und ich habe die Begebenheit gehört von einer Frau, die im vollzeitlichen Dienst arbeitet und eine herzensgute, liebevolle, mütterliche, erbarmende Frau ist. Und sie hat erzählt, dass eines ihrer Kinder im jungen Erwachsenenalter in eine Krise geraten ist und dann ganz genau erkannt hat, dass an dieser Krise die Eltern schuld sind und hat die Tür hinter sich zugemacht und war für lange, lange Zeit für die Eltern nicht zu erreichen. Und diese Frau hat für ihr Kind gebetet und gebetet und gebetet. Und sagt, und dann ist es passiert, nach langer, langer Zeit, dass es klingelt und ich mache die Tür auf und dieses Kind steht vor mir. Und was mache ich? Ich merke, wie die Hände auf den Rücken wandern und ich sagen will, so, jetzt bist du so weit unten, dass wir wieder gut genug sind. Und ich konnte schnell genug noch auf meine Zunge beißen, um das nicht zu sagen, sondern meine Arme auszubreiten. Aber bei dem verlorenen Sohn war diese Phase, erstmal müssen wir uns überlegen, ob wir dich wieder annehmen, überhaupt nicht da. Der Vater hat den Sohn gesehen und ist losgerannt und hat ihn aufgenommen. Das heißt, egal, ob du ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber hast, weil du einfach zu dumm warst, weil du zu sehr mit dem Alltag beschäftigt warst, zu sehr mit deinen Bedürfnissen beschäftigt warst, oder ob du tatsächlich Gott gegenüber unverschämt warst und ungehorsam warst mit voller Entscheidung, Gott liebt dich trotzdem. Ohne Vorwurf, ohne dich zurückzuweisen. Es ist so wunderbar. Im Epheser, und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Stelle, im Epheserbrief sind ja diese beiden Gebete für die Gemeinde. In dem Gebet in Epheser 3, da ist dann in Vers 19, und zu erkennen, die Erkenntnis, kenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und da steht nicht, ihr müsst glauben und beten und Bibel lesen, bis ihr es endlich geschnackelt habt, worum es geht, sondern Paulus betet, dass ihr erkennt die Liebe Gottes. Weil wenn ihr die Liebe Gottes erkennt, dann ist es der Türöffner für die anderen Dinge, mit denen wir so kämpfen. Ich erzähle euch noch eine Geschichte zum Abschluss. Und ihr merkt, da könnte man viel, viel mehr darüber sagen. Und es gibt viele Bibelstellen und es lohnt sich, die einzelnen sich rauszusuchen und darüber nachzudenken. 1. Korinther 13, wie die Liebe beschrieben wird, das ist vorrangig die Liebe Gottes zu uns, weil wir haben diese Qualität an Liebe nicht von uns aus. Und wie Paulus da schreibt, ihr könnt alles haben, ihr könnt in Zungen sprechen, ihr könnt Kranke heilen, ihr könnt Tote auferwecken, ihr könnt alles machen. Aber ohne die Liebe ist das nichts. Was nicht bedeutet, dass all das andere auch nichts ist, aber ohne die Liebe. Und wenn wir die Liebe haben, dann ist vieles andere so viel leichter. Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, dann muss ich nicht mit ihm kämpfen, dass er meine Gebete hört. Dann muss ich nicht hoffen, dass er auf mich Acht gibt. Dann weiß ich, dass er auf mich Acht gibt. Aber zum Abschluss noch eine Geschichte. Wir waren ja jetzt im Urlaub und ich liebe Urlaub, weil ich da Zeit habe, meine Gedanken so laufen zu lassen und ihnen nachzuhängen, was ich sonst im Alltag nicht gut schaffe. Und ich habe vor vielen Jahren schon mal gesagt,
erzählt, dass ich, wenn ich ins Gebet gegangen bin und mein Anliegen vor Gott gebracht hatte und dann sagte, und ich bin bereit, was hast du mir zu sagen? Es immer hieß, ich liebe dich. Und ich fand, das war schön. Aber ich dachte, und was muss ich tun? Oder was, hast du nicht einen Auftrag? Willst du mir nicht was zeigen, was ich verstehen soll? Und es war immer, ich liebe dich. Wunderbar. Jetzt war ich im Urlaub und ich bin so vor mich hingestrampelt auf meinem Fahrrad und habe gesagt, Jesus, gibt es irgendwas, was du mir sagen willst? Und er hat sofort zu mir gesprochen und hat gesagt, lass dich von mir lieben. Und da war ich ein bisschen erschüttert, weil ich sofort ein Bild vor Augen hatte. Eines meiner Kinder war kein Schoßkind. Als Kleinkind dieses Kind zu nehmen, auf den Schoß zu setzen, hat immer bedeutet, lass mich, ich habe was anderes vor, ich muss das tun, ich will alleine, ich will selbst, ich bin zu müde. Egal was, halt mich bloß nicht fest, bloß nicht so dicht, bloß nicht mich in irgendeiner Weise in meinem Laufen, in meiner Selbstständigkeit stören. Und ich wusste genau, dass Jesus das zu mir sagt. Er hat nicht gesagt, du machst alles verkehrt, aber lass dich von mir lieben. Mach nicht alles Mögliche, tu nicht alles Mögliche, bet nicht für alles, sondern lass dich von mir lieben. Und ich war ein bisschen erschüttert, weil ich gesagt habe, wie soll denn das gehen? Ich kenne Martha und Maria und das ist für manche Menschen ja schon eine Herausforderung, wie Maria sitzen zu bleiben und zu hören. Hören, nach 20 Jahren im Gottesdienst hat man das gelernt zu hören, aber das ist noch nicht das Gleiche wie sich lieben lassen. Und dann, dem Urlaub sei Dank, wir hatten kein schlechtes Wetter, aber es war jetzt nicht so entspannt, der Tag ist warm, sondern es war heftiger Wind, heftiger kalter Wind, bei Sonnenschein, aber nicht wirklich so gemütlich. Und dort, wo unser Zelt stand, kam auch der Abendschatten sehr, sehr bald. Und wenn ich dann noch keine Lust hatte, mich total warm anzuziehen, dann habe ich meinen Stuhl genommen und habe mich in die Sonne gesetzt. Am besten so, dass ich windgeschützt war. Und was macht man in der Sonne, wenn man die Sonne genießt? Man arbeitet und macht und tut und kämpft, dass die Sonne endlich runterkommt und mich wärmt? Überhaupt nicht. Hinsetzen und genießen. Und ich habe gemerkt, es ist für mich in der Gegenwart Gottes eine rechte Herausforderung, das zu tun. Aber es ist notwendig. Absolut. Es gibt dieses Lied, ihr kennt es vielleicht noch aus dem Gesangsbuch vom Terst Hegen, Gott ist gegenwärtig, wird durchaus heute noch gesungen. Und da kommt die Strophe, du durchdringst alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, bestrahlen mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen. Amen. Und ich möchte zum Abschluss ganz kurz noch beten für all diejenigen, die sagen, das klingt sehr schön, oder mit euch beten, sagen, ich wünschte mir, dass jemand mich so liebt. Gott liebt dich und er sehnt sich nach dir. Und wenn du willst, kannst du in diese Liebesbeziehung mit Gott eintreten. Beten wir zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich erwählt hast. Und ich möchte jetzt mein Herz für dich aufmachen und dich einladen, dass du in mein Herz kommst, dass du in meinem Leben Raum gewinnst, dass du mit mir durch meinen Alltag gehst. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mein Vater geworden bist und dass ich als Kind zur Familie Gottes gehöre. Amen.